Wichtig ist die Menge. Die Menge, über die muss immer diskutiert werden. Und wie wird es gelagert? Wo wird es gelagert? Mit was wird das zusammengelagert? So fährt der Kunde auch am sichersten. Meistens ist es nicht so einfach. Die Produktion hat andere Anforderungen an die Menge, die zur Verfügung steht. Wir von der Sicherheit oder wir, die über die Sicherheit nachdenken, möchten natürlich die Mengen reduzieren. Und da müssen konstruktive Gespräche stattfinden und in der Regel funktioniert das auch sehr gut. Also wenn es nicht anders geht, dass die Mengen da sein müssen und die Mengen entsprechend groß sind, gibt es Lösungen, kein Thema. In mobile Brandschutzlagerorte oder auch bauliche Maßnahmen. Wir von der mobilen Seite können beispielsweise 24 Tonnen in einen einzelnen Container packen und bislang reicht das relativ weit.